listening to it. Should be good. Hello, everyone. I'm Anita Cicero, Deputy Director of the Johns Hopkins Center for Health Security. And today, I will be your Master of Ceremonies for Event 201. Hallo zusammen. Ich bin On behalf Anita Cicero, of our center and our partners, the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation, I'd like to extend a very warm welcome to our audience here in New York, as well as our larger virtual audience participating online today. Unser Publikum hier in New York, sowie unser größeres virtuelles Publikum, das heute online teilnimmt, herzlich willkommen heißen. Ziel von Event 201 ist es, die möglichen Folgen einer Pandemie und die Art von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu veranschaulichen. Die Szenarien zeigen auch die sehr entscheidende Rolle, die globale Unternehmen und öffentlich-private Partnerschaften bei der Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien spielen. Das heutige Szenario wird die Treffen einer Multi-Stakeholder-Gruppe simulieren, die Pandemie-Notfallkommission genannt wird. Dieses Gremium wurde dringend vom Weltwirtschaftsforum einberufen und Johns Hopkins wurde gebeten, die Sitzung zu moderieren und während der Beratungen des Boards Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Aufgabe des Pandemie-Notausschusses ist es, Empfehlungen zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen zu geben, die sich als Reaktion auf eine sich entfaltende Pandemie ergeben. Der Vorstand besteht aus erfahrenen Führungskräften aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Gesundheitswesen und der Zivilgesellschaft. Die Empfehlungen des Boards richten sich an Spitzenentscheider und nationale Regierungen, globale Unternehmen und internationale Organisationen. In diesem Szenario wird Tom Inglesby, der Direktor des Johns Hopkins Center for Health Security, den Vorsitz des Boards haben und als Moderator für die Diskussion fungieren. Die heutige Übung wird für Sitzungen des Pandemie-Notfallausschusses simuliert und jede Sitzung wird einem Schlüsselthema gewidmet sein. Jede Sitzung wird mit einem Video, mit einem Briefing beginnen, mit den Informationen, welche Sie benötigen, um sich damit zu befassen. Bitte beachten Sie, das ist kein Test für eine bestimmte Person, Organisation oder Nation. Die Teilnehmer spielen alle sich selbst, das heißt leitende Führungskräfte, NGO-Leiter und Regierungsvertreter. Es wird nicht erwartet, dass es sich bei Ihnen um Pandemie-Experten handelt. Wir haben Sie wirklich nur gebeten, auf Basis Ihrer eigenen Expertise und Ihres besten professionellen Urteils teilzunehmen. Keiner der Teilnehmer weiß, mit Ausnahme von Tom Inglesby, wie sich die Übung entwickelt wird. Das Event 201-Szenario ist fiktiv, aber ist erstellt worden, basiert auf den Grundlagen der Grundsätze der öffentlichen Gesundheit, epidemiologischer Modellierung und der Bewertung vergangener Ausbrüche. Mit anderen Worten, wir haben eine Pandemie unterstellt, die realistisch auftreten könnte. Und für diejenigen, die an unseren Annahmen interessiert sind, haben wir eine Menge Hintergrundinfos über dieses Szenario öffentlich auf unserer Event 201-Webseite nach Abschluss dieser Übung bereitgestellt. Die politische Diskussion und die Herausforderungen, die in dieser Übung vermutlich sehr kontrovers diskutiert werden, sind äußerst wichtige Themen, die ein hohes Engagement von Unternehmen und Regierungen erfordern. So, as you can see on this slide, we have an outstanding group of global leaders playing the role of the Pandemic Emergency Board members here in New York. And with that, let's welcome our participants and invite them into the room. Tom Inglesby from Johns Hopkins Center for Health Security, Latoya Abbott, Marriott International, Sophia Borges, UN Foundation, Brad Connett, Henry Schein, Chris Elias, the Bill and Melinda Gates Foundation,
Tim Evans, formerly of the World Bank, George Gao from China CDC, Avril Haines, former Deputy U.S. National Security Advisor, Jane Hulton, ANZ Bank, and former secretaries of both the Department of Health and Finance in Australia, Matthew Harrington from Edelman, Martin Knuckel from Lufthansa Group, Eduardo Martinez, UPS Foundation, Stephen Redd from US CDC, Adrian Thomas from Johnson & Johnson, and Hasti Taghi from NBC Universal Media, and Lavin Theroux from the Monetary Authority of Singapore. Welcome. And before we begin the exercise, I also want to introduce Ryan Moorhart. Willkommen. Und bevor wir mit der Übung beginnen, möchte ich auch Ryan Moorhart vorstellen, der Leiter der globalen Health Security Group des Weltwirtschaftsforums. Und er wird ein paar Worte sagen. Ryan? Okay, vielen Dank, Anita, und guten Morgen und wieder willkommen im Namen des Centers for Health Security, der Bill und Melinda Gates Foundation und des Weltwirtschaftsforums. Willkommen zu Event 201. 201, ich hoffe, dass diese Zahl zwei Dimensionen unserer Arbeit zur Stärkung der globalen Gesundheitssicherheit darstellen wird. Erstens, es gibt heute 200 Epidemien pro Jahr und das war nicht immer so. Die Zahl steigt durch Globalisierung, Klimawandel, Urbanisierung, Entwaldung und andere Trends unserer modernen Welt. Mit anderen Worten, wir befinden uns in einer neuen Ära des Seuchenrisikos. Die zweite Dimension ist, dass eines dieser Tage eine Pandemie kommen wird, eine sich schnell bewegende Pandemie, und die Eindämmung des Risikos und der Auswirkungen dieser Pandemie erfordert einen Einsatz, so nach dem Motto, alle Mann an Deck. Und wir wissen aus früheren Erfahrungen, dass eine öffentlich-private Zusammenarbeit von wesentlicher Bedeutung sein wird. Wir wissen auch aus diesen Erfahrungen, dass es einige Lichtblicke gibt, wenn es um die öffentlich-private Zusammenarbeit geht, aber einige wirklich kritischen Herausforderungen bleiben bestehen. Doch es gibt gute, sehr gute Gründe für uns, zusammenzuarbeiten, um diese Herausforderung anzugehen. Zum einen, es stellt sich heraus, dass das Risiko von Pandemien jährlich bei 570 Milliarden Dollar liegt, auf gleicher Höhe mit dem Klimawandel, was bedeutet, dass das Pandemierisiko für Leben und Existenzgrundlage auf einem Niveau ist, dass Regierungen und die größten Unternehmen der Welt es sich nicht mehr leisten können, sie zu ignorieren. Und wir zählen heute auf dieses Gespräch, um unsere Arbeit gemeinsam zu gestalten, um unsere gemeinsame Bereitschaft zu verbessern, um Leben und Lebensunterhalt vor Pandemien zu schützen und um den weiteren Zusammenhalt zu bestärken. Ich bin sehr erfreut, dass jetzt per Video Dr. Michael Ryan, Geschäftsführer bei der WHO und Leiter des WHO-Notfallprogramms, zu begrüßen. Greetings, distinguished guests, and thank you for this opportunity to say a few words. Okay, herzliche Grüße, sehr verehrte Gäste, und vielen Dank für diese Gelegenheit, ein paar Worte auf dieser Veranstaltung Event 201 sagen zu können, auf dieser hochrangig besetzten Simulation einer Pandemie, den Vorkehrungen und der Reaktion darauf, gehostet vom Johns Hopkins Center for Health Security des World Economic Forums und der Bill und Melinda Gates Foundation. Leider konnte ich heute nicht zu Ihnen kommen, ich bin auch im Notfallausschuss für Ebola engagiert, aber ich hatte gehofft, mit Ihnen im Raum zu sein, denn die Themen, mit denen Sie sich in den nächsten Stunden befassen werden, sind heute vielleicht nur Trockenübungen, aber Sie sprechen reale und kritische Bedrohungen an, die wir sehr ernst nehmen müssen. Ohne Frage ist das Seuchenrisiko zu einem globalen strategischen Problem geworden. Ich glaube nicht, dass wir jemals in einer Situation waren, in der wir so viele gesundheitliche Notfälle gleichzeitig reagieren müssen. Das ist eine neue Normalität. Ich erwarte nicht, dass die Häufigkeit dieser Epidemien zurückgeht. Und ja, Schwachstellen gibt es überall auf der Welt, in entwickelten und in Entwicklungsländern. Und sie nehmen zu und nicht ab. Es gibt sehr viele Faktoren, vor allem durch menschliches Verhalten, wirtschaftliche Entwicklung, Bevölkerungsdichte und viele andere. Das Szenario wird heute Morgen vorgestellt. Es könnte eines Tages leicht Realität werden. Ich gehe fest davon aus, dass wir mit einer sich schnell bewegenden, hochtödlichen Pandemie der Atemwegserkrankung konfrontiert werden.
Die Frage ist, ob wir bereit sind, global auf das nächste große Pandemieereignis zu reagieren. Sind wir bereit, Länder- und sektorenübergreifend zusammenzuarbeiten, um einer solchen Bedrohung zu begegnen? Haben wir die Überwachungs- und Risikobewertungssysteme, die Kommunikationsinstrumente, die Lieferketten und die richtigen Unternehmenspläne, die benötigt werden, nicht nur um die Gesellschaft in einer großen Epidemie, nicht nur um die Gesundheit in einer großen Epidemie oder Pandemie zu schützen, sondern auch um die wirtschaftliche Entwicklung, um die politischen und sozialen Systeme zu schützen? Treiben wir die Innovation genügend voran, um dieser sich entwickelnden globalen Bedrohung zu begegnen? Die Natur von Pandemien ist, dass viele Länder gleichzeitig betroffen sein werden. Das gilt insbesondere für Atemwegserkrankungen, da sie oft von asymptomatischen Personen übertragen werden. Sie verbreiten sich schnell. 2009 erreichte der Pandemievirus alle Kontinente in weniger als 9 Wochen. Haben wir Prioritäten zur Auswahl, um in jedem Land der Welt eine Mindestkapazität zur Erkennung und Reaktion festzulegen, um Strategien für die Eindämmung und Bekämpfung individueller Krankheitsbedrohungen zu entwickeln und globale Mechanismen zur Gewährleistung einer sektorübergreifenden und multilateralen Koordinierung zu entwickeln? Innovation und Partnerschaft in allen Sektoren sind erforderlich, einschließlich gemeinsamer Strategien zwischen den führenden Politikern und den Betreibern von Reiseindustrie, Kommunikation und Datentechnologie. Wir brauchen sie, die auf allen Ebenen an einer Vielzahl von Partnerschaften arbeiten, um die nationalen und regionalen Maßnahmenkonzepte zu stärken. Wie GOAN, das Global Outbreak Alert and Response Network. Durch die von den WHO-Mitgliedern im Jahr 2011 vereinbarten Grundannahmen sicherte die WHO 400 Millionen Impfstoffdosen für Influenza, 10 Millionen antivirale Behandlungen und 250.000 diagnostische Kits für die nächste Pandemie. Wir haben externe Evaluierung von Überwachungs- und Reaktionssystemen in über 100 Ländern abgeschlossen und mehr als 50 Simulationsübungen auf Länderebene durchgeführt, auf der Suche nach Schwachstellen in nationalen Systemen. Dieser freiwillige, kollaborative Sektorübergang der Prozess hilft den Ländern, ihre Kapazitäten zu bewerten und die kritischen Lücken innerhalb ihres Gesundheitssystems zu identifizieren, um Möglichkeiten für eine verbesserte Bereitschaft und Reaktion zu priorisieren. Das Epidemic Supply Chain Network ist Teil des Epidemic Readiness Accelerator, einem Projekt des World Economic Forum in Partnerschaft mit vielen, einschließlich der WHO. Es ist eine öffentlich-private Partnerschaft, um eine global vernetzte Lieferkette zu entwickeln und gesundheitliche Notfallmaßnahmen während einer Pandemie unterstützen kann. Stakeholder sind Hersteller von Produkten bis hin zu Logistikunternehmen, Versorgern und UN-Partnern, einschließlich uns, der WHO selbst. Und Michael Griffin ist das Verbindungsglied für das Lieferketten-Netzwerk. Er ist in dieser Woche bei ihm. Die ständige Förderung von Innovationen und der Einsatz modernster Technologie ist der Schlüssel zu endemischen Vorsorge, um Daten und Analysen auf globaler Ebene zur Krankenprävention zu bündeln. Die Antiviren-Initiative Global Data Economics Ecosystems hat zum Ziel, eine Zusammenarbeit von Big Data-Netzwerken aufzubauen, um Epidemien zu verstehen und vorherzusagen. Es unterstützt die innovative IT-Forschung zur Vorsorge und Bekämpfung. Trotz dieser Fortschritte ist hier noch viel zu tun. Cross-sektorale Simulationsübungen wie die Sie heute erleben werden, tragen zu einem besseren Verständnis der kritischen Lücken bei, die Zusammenarbeit, die von den global tätigen Unternehmen gefordert wird, Reaktionsentscheidungen, die von Regierungen und Gesundheitsbehörden verlangt werden, um die großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen einer schweren Pandemie zu minimieren. Ich wünsche Ihnen viel Glück und wir freuen uns darauf, mit jedem von Ihnen zusammenzuarbeiten, um die Pandemievorsorge in der Zukunft zu verstärken. Vielen Dank. Ja, unser Dank an Dr. Ryan und damit hier in New York und online. Willkommen zu Event 201. Es begann bei gesund aussehenden Schweinen, vor Monaten, vielleicht vor Jahren. Ein neues Coronavirus breitet sich still in Herden aus. Nach und nach wurden Landwirte krank, infizierte Menschen bekamen eine Atemwegserkrankung mit Symptomen, die von leichten grippeähnlichen Anzeichen bis hin zu schwerer Lungenentzündung reichten. Die Kranken mussten intensiv betreut werden, viele starben. Zunächst beschränkte sich die Verbreitung auf diejenigen mit engen Kontakten, Gesundheitspersonal, Arbeitskollegen und Familien.
Aber jetzt verbreitet es sich schnell in den lokalen Gemeinden. Internationales Reisen hat lokale Epidemien in eine Pandemie verwandelt, die sich über den ganzen Globus erstreckt. Erst vor 3 Monaten begann CAPS in Südamerika, hat aber inzwischen mehrere Länder mit mehr als 30.000 Fällen und fast 2.000 Toten erreicht. Ja, guten Morgen. Ich danke Ihnen allen für die Teilnahme an diesem Pandemie-Krisenstab. Mir scheint es so, als ob wir uns kurz vor dem Ausbruch einer schweren Pandemie befinden und es entstehen Probleme, die nur durch die Zusammenarbeit der globalen Unternehmen und der Regierung gelöst werden können. Die globale Community arbeitet seit ihrer Anerkennung daran, auf diese Pandemie zu reagieren, aber ihre gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind gravierender geworden. Das Weltwirtschaftsforum hat dieses Aufsichtsgremium einberufen wegen ihrer Expertise, ihrer Hintergründe und ihrer globalen Stimme. Wir werden sie alle brauchen, um uns dabei zu helfen, auf die sich abzeichnenden politischen Krisen zu reagieren. Ziel dieses Gremiums ist, dass die Staats- und Regierungschefs, die nationalen Regierungen, die Wirtschaftsunternehmen und die internationalen Organisationen im Pandemiefall zu beraten, insbesondere auf internationaler Probleme, die eine Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Regierung erfordern. Die Empfehlungen werden kritisch sein und am Ende dieser Tagung ausführlich erläutert und kommuniziert werden. Auf dem linken Bildschirm finden Sie ein Dashboard mit Informationen über die Pandemie, die uns in unseren Gesprächen helfen werden. Wir möchten das Meeting beginnen, indem wir uns diese neue Geschichte ansehen, die gerade auf Global Network News ausgestrahlt wurde. Fortsetzung unserer Berichterstattung über die neu entdeckte CAPS-Krankheit und das Ausmaß ihrer tödlichen Ausbrüche. Es gibt jetzt mehr als 30.000 gemeldete Fälle. Experten warnen, dass sie vielleicht nur der Anfang eines globalen Problems ist. GNN-Wissenschaftsreporter haben ein Video über das produziert, was ja bisher über CAPS, das CAPS-Virus, den Ausbruch und das daraus resultierende Chaos wissen. CAPS ist ein neuartiges Coronavirus im Zusammenhang mit jenem Virus, die beängstigende SARS-Epidemie im Jahr 2003 verursachte und die Toten der MERS-Ausbrüche in den letzten Jahren. Wissenschaftler denken, dass jede infizierte Person wiederum im Durchschnitt 2 weitere Menschen infiziert. Diese Krankheit erweist sich als übertragbar als SARS oder MERS und ist ungefähr so ansteckend wie die Grippe. Im Wesentlichen verdoppelt sich die Gesamtzahl der Fälle jede Woche. Bei diesem Tempo können wir erwarten, 16 Mal so viele Fälle in einem Monat zu sehen, es sei denn, wir finden einen Weg, um die Übertragung zu unterbrechen. Das Virus scheint sich schnell in dicht besiedelten und verarmten Vierteln in einigen Megastädten Südamerikas auszubreiten. CAPS ist eine schwere Atemwegserkrankung. Mehr als die Hälfte der erkannten Fälle müssen ins Krankenhaus. Eine enorme Belastung für das Gesundheitssystem. Die Todesrate liegt bei etwa 10%. Zum Vergleich, CAPS ist etwa so tödlich wie SARS und 2 bis 3 Mal tödlicher als die Grippepandemie von 1918, die schlimmste Pandemie, die bisher verzeichnet wurde. Dazu kommt, dass einige Menschen nur leichte grippeähnliche Symptome zeigen, ohne Behandlung in einem Krankenhaus. Alarmierenderweise können sich die Menschen überall frei bewegen und das Virus verbreiten, ohne zu merken, dass sie dies tun. Schlimmer noch, Auslandsreisende sind an ihrem Ziel symptomfrei angekommen, wurden aber innerhalb weniger Stunden krank. Durch Reisen verursachte Fälle haben sich zu Ausbrüchen an einer Reihe von Orten entwickelt und schneller gestiegen, als Gesundheitsbehörden reagieren und eindämmen könnten. In einigen Orten haben Ärzte die Symptome von CAPS schnell erkannt und waren in der Lage, infizierte Personen zu isolieren und einen Ausbruch zunächst zu vermeiden. Weltgesundheitsexperten sind sehr besorgt darüber, weil es scheint, dass das Virus leicht durch die Luft von Person zu Person übertragen wird. Wichtig ist, eigentlich alle Menschen sind anfällig. Experten sind sich einig, dass schnell kontrolliert werden muss, sonst könnte es zu einer schweren Pandemie führen, einen Ausbruch, der den Globus umkreist und Menschen überall betrifft. Modelle, entwickelt von führenden Gesundheitsbehörden, deuten darauf hin, dass eine CAPS-Pandemie zu einem Ergebnis führen könnte, das schlimmer ist als die Grippe von 1918, die 50 bis 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt tötete.
angenommen, die Weltbevölkerung sei viermal größer als 1918 und diese Modelle erwiesen sich als korrekt, könnten wir Hunderte von Millionen Menschen in Todesfällen in den nächsten ein, zwei Wochen rechnen. Okay, jetzt werden wir ein Briefing über die Anzahl und Verteilung der Fälle von Dr. Caitlin Rivers hören. Ja, wie Sie gehört haben, ist der Ausbruch sehr beunruhigend. Die überwiegende Mehrheit der Fälle findet in Brasilien und anderen südamerikanischen Ländern statt. Jedoch, wie Sie auf dem Bildschirm sehen können, ging es hinüber nach Portugal, auf das USA-Festland und nach China. Unsere Modelle projizieren, dass mit der anhaltenden Verbreitung in Lateinamerika und der vorhergesagten Ausbreitung in weitere Länder sich die Zahl der Fälle in einer Woche verdoppeln könnten. 16-mal so viele in einem Monat könnten es sein, wenn wir nicht in der Lage sind, die Ausbreitung zu stoppen. Das wäre eine Größenordnung von einer halben Millionen Fälle und es würde weiterhin exponentiell steigen. In 3 Monaten könnte es sich auf 10 Millionen Fälle zubewegen. Wir verfolgen auch die Finanzmärkte als Indikator für die wirtschaftlichen Auswirkungen von CAPS. Die Märkte sind in den letzten Wochen weltweit gesunken, sind aber immer noch positiv für das laufende Jahr. Ja, danke, Dr. Rivers. Die erste sich abzeichnende politische Krise, für die wir die Empfehlungen dieses Stabes brauchen, betrifft die globale Festlegung medizinischer Gegenmaßnahmen. Damit meinen wir Impfstoffe, Medikamente und Diagnostik und andere medizinische Versorgung, um uns zu helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Ich weiß, dass wir keinen Impfstoff gegen das Virus in der Hand hätten und führende Impfexperten sagen auch, dass ein Impfstoff in naher Zeit höchst unwahrscheinlich ist. Aber es gibt ein antivirales Medikament, das so aussieht, als würde es funktionieren und das besser verstehen. Wir werden uns hier noch einen Clip anschauen. Continuing our CAPS disease coverage and possible solutions. I'm joined by immunologist Dr. Yvonne Bello and Dr. Leia. Weiter mit uns und der CAPS solche unmöglichen Lösungen. Ich bin verbunden mit dem Immunologen Dr. Yvonne Bello und mit Dr. Rhea Blakely, einer Epidemiologin, beide hoch angesehen in ihren Bereichen. Lassen Sie uns direkt drauf kommen. Warum sagen die Leute, dass ein Impfstoff gegen das Capsvirus in naher Zukunft nicht wahrscheinlich ist? Ja, Forscher arbeiten an einem Impfstoff. Ich habe noch keine validen Daten. Ja, es ist kompliziert. Wir kennen Coronaviren seit Tieren und Menschen seit Jahrzehnten, aber es ist uns nicht gelungen, einen zugelassenen Impfstoff zu entwickeln. Ich bin mir sicher, dass es neue Technologien gibt, die helfen könnten, aber es wird schwierig. Ich bin nicht optimistisch, dass ein Impfstoff rechtzeitig für diese Pandemie möglich ist. Selbst wenn wir gute Impfstoffkandidaten hätten und haben und entdecken, fangen wir bei Null an und es braucht Zeit, um die Sicherheit und Wirksamkeit zu testen. In der Regel dauert es Jahre. Selbst wenn die Tests so gut laufen, muss die globale Fertigung noch etabliert werden. Nochmal, mehrere Hürden. Wir können uns nicht einfach auf diese alten Zeitpläne und Prozesse verlassen. Das ist eine Krise. Wir müssen diese Fragen verschieben. Es kann kompliziert sein, schwierig. Aber wenn wir alle verfügbaren Ressourcen einsetzen, kann es klappen. Bedenken Sie, wir brauchen wirksame Behandlungen eher früher als später. Exanavir, und das haben wir mit antiviralen Wissenschaftlern gesagt, Medizinwissenschaftler, könnte wirksam sein. Wir müssen mit der Behandlung von Menschen beginnen, sofort. Naja, ich stimme Ihnen zu, Exanavir sieht vielversprechend aus. Es wird derzeit für die Behandlung von HIV verwendet, aber es ist nicht in so großer Zahl für die Behandlung dieser vielen Menschen hergestellt worden. Und wir haben gerade aufgehört, es für HIV-Behandlungen zu verwenden. Wie werden wir dieses Medikament in diesen Mengen bekommen? Wer entscheidet über die Priorität für die limitierten Beträge, die wir haben? Wir wissen beide, Länder horten Extranavir. Doktor, Sie verlieren sich in Details. Mit genügend Geld und politischem Willen ist alles möglich. Lassen Sie uns anfangen. Los. Vielen Dank für diese äußerst wichtige Diskussion. Unsere US-Tochtergesellschaft hat soeben Umfrageergebnisse zu den Erwartungen an einen Impfstoff veröffentlicht. Eine Mehrheit der Amerikaner geht davon aus, dass ein Impfstoff innerhalb von 2 Monaten verfügbar wird. Und 65% der Befragten wären eifrig dabei, den Impfstoff zu nehmen, auch wenn er experimentell ist. In ähnlichen Nachrichten besteht jetzt die erhebliche Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung wie N95-Masken und Handschuhe wegen der Pandemie. Weltweit werden sie besonders in den Krankenhäusern knapp. Außerdem andere kritische medizinische Vorräte wie Lösungen und Antibiotika nehmen. Länder und Unternehmen horten angeblich Vorräte, unterbrechen damit die Versorgungsketten für medizinisches Personal, Material, was gefährliche Engpässe in vielen Teilen der Welt verursacht.
Und hier noch die neuesten Informationen darüber, was wir über Impfstoffe und dieses Antivirale da wissen. Hier der Experte für medizinische Gegenmaßnahmen, Mr. Matt Watson. Ja, wie wir soeben gehört haben, gibt es keinen Impfstoff, der gegen das neu entdeckte Coronavirus wirksam erscheint. Regierungen, Wissenschaftler und Unternehmen auf der ganzen Welt haben intensiv gearbeitet, um einen zu entwickeln, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Impfstoff in weniger als einem Jahr entwickelt, getestet, hergestellt und verteilt werden könnte. Und es wird wahrscheinlich viel länger dauern. Während es Bemühungen gab, Impfstoffe gegen SARS und MERS-Coronavirus zu entwickeln, wurde keiner lizenziert und angesichts der Unterschiede gegen diese Krankheiten wären sie für das Coronavirus nicht wirksam. Das antivirale Medikament Extravenir hat eine gewisse Wirksamkeit gegen das Capsvirus gezeigt. Es reduziert die Schwere der Krankheit und rettet Leben und diejenigen, die infiziert sind. Es kann aber nicht wie ein Impfstoff verhindern, dass sie infiziert werden. Extravenir ist ein generisches Medikament, das hauptsächlich zur Behandlung von HIV verwendet wird. Es wird in 5 Ländern hergestellt, darunter die Vereinigten Staaten und China. Etwa 1 Million Menschen nehmen Extravenir jeden Tag für HIV. Wenn alle diese HIV-Patienten auf andere antiretrovirale Medikamente umgestellt werden könnten, dann hätten wir potenziell genug Extravenir, um 26 Millionen Corona-Patienten zu behandeln. Weiterhin angenommen, dass wir die Produktion im Laufe des Jahres verdoppeln könnten, indem wir zusätzliche Produktionsstätten errichten, könnten wir schließlich 52 Millionen Behandlungen pro Jahr erreichen, aber es wird viele Monate dauern, um dorthin zu gelangen. Und es wird wahrscheinlich nie genug sein, um mit dem Verlauf Schritt zu halten, solange sich die Krankheit weiterhin in dieser steigenden Rate ausbreitet. Experten stimmen zu, dass während viele Leben durch dieses Präparat gerettet werden, es die Pandemie nicht in der gleichen Weise verlangsamen kann, wie ein Impfstoff könnte, wenn wir einen zur Verfügung hätten. Wir haben jedoch das Potenzial, viele Menschen zu retten. Nun stellt sich die Frage, wie verteilen wir die Vorräte, die wir haben? Bestehende globale Verteilerketten und die Logistik laufen für Extravenir unter normalen Bedingungen effizient, aber bei einer Pandemie ist das wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Wir hören, dass ein Land, in dem Extravenir produziert wird, plant, den Export dieses Arzneimittels ganz oder teilweise zu blockieren, um es für sein eigenes Volk vorzuhalten. Es sollten inzwischen Regierungen und pharmazeutischen sowie medizinischen Versorgungsunternehmen, die über Vorräte verfügen, entschieden werden, wie zugeteilt wird. Aber wer kann diese Entscheidung treffen? Internationale humanitäre Organisationen äußern ernste Bedenken, ob Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen Zugang zu antiviralen Medikamenten haben werden. Neben antiviralen Medikamenten erreichen auch andere medizinische Vorräte nicht diejenigen in Teilen der Welt, die sie benötigen. Besonders ausgeprägt ist dies in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die die höchsten Raten der Krankheitsübertragung und Sterblichkeit melden. Zum Teil liegt das an den Hamsterkäufen und am Horten durch Kunden und zum Teil liegt es an den Kosten und an den Transportwegen. Die Bestände für die persönliche Schutzausrüstung, wie die N95-Masken, sind in einigen Bereichen kritisch bis mangelhaft. Und die 95er-Atemschutzmasken werden von vielen Unternehmen auf der ganzen Welt hergestellt, aber es gibt keine zuverlässigen Schätzungen, wie viele produziert werden und wie hoch die Kapazität maximal ist. Alles, was wir sagen können, ist, dass die Produktionskapazität die normale Nachfrage deckt und es ist ungewöhnlich, vorübergehende Engpässe während der schweren Grippewellen zu haben. Bei einer schweren Pandemie müssen wir davon ausgehen, dass der Wert um den Faktor von mindestens 2 bis 3 erhöht werden muss. Bei diesen Versorgungsfragen werden wir hier eine Reihe potenzieller Vorschläge auf den Weg gebracht, die darauf abzielen, die Zuweisung und Lieferung medizinischer Gegenmaßnahmen auf der ganzen Welt zu koordinieren und zu erleichtern. Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger wägen ab. Einige schlagen vor, dass Lieferanten und Käufer weiterhin unabhängig daran arbeiten, zu entscheiden, wohin sie als antivirale und medizinische Hilfsgüter schicken sollen. Wieder andere empfehlen Lieferanten, Käufern und Ländern, eine zentrale nationale Einheit oder Organisation zu beauftragen, um zu verteilen, zumindest für einen Teil der antiviralen oder der anderen medizinischen Versorgungsgüter. Danke, Mr. Watson. Die politische Krise, um die es für dieses Gremium in dieser Sitzung geht, ist also folgende. Wie sollten Regierungen, Unternehmen und internationale Organisationen antivirale und medizinische Hilfsgüter und medizinische Versorgung an die Menschen verteilen, die sie am meisten brauchen? Jetzt haben wir Zeit, über dieses Thema zu diskutieren. Das ist der Schwerpunkt. We now have time for discussion about this matter. This is the focus of this meeting.